Hallo zusammen, hier ist wieder Ochla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Hidden Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es um Lucias Taschentuch, welches wir nicht in der Toybox vorfinden. Ich habe jetzt mal hier noch die eingeblendet, die mir im Moment quasi noch fehlen. Und wenn ihr hier guckt, ist Lucias Taschentuch nicht unter denen, die mir noch fehlen würden. Und wo wir das finden können, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen nämlich einmal hier nach oben in Drust, war bei den Koordinaten 24, 16. Und ihr müsst hier den Quest-Hub komplett durchgequestet haben. Also wirklich die kompletten Quests machen. Hier ist so eine kleine Hochzeit, wo man eine Story-Quest-Lei spielen müsst. Und wenn ihr das alles fertig gemacht habt, dann könnt ihr ein Toy looten. Und zwar müssen wir einmal in das Gebäude rein. Und dann hier in den zweiten Stock. Übrigens, weil hier dementsprechend die Story-Quest-Reihe nur für die Allianz spielbar ist, ist das Toy auch nur für die Allianz. Und wenn wir jetzt hier das Ding looten, haben wir ein Toy, das wir erlernen können. Und ihr seht allein schon von den Symbolen, das ist hier nicht drin. Ne? Deswegen hatte ich es mir bis jetzt auch noch nicht geholt. Und jetzt blenden wir mal die wieder ein, lernen es. Und dann haben wir es hier drin, Lucias Taschentuch. Und das können wir jetzt einmal benutzen. Und wenn wir das machen, reisen wir quasi in die Vergangenheit. Das geht aber auch nur hier in der Nähe quasi von dem Gebäude bzw. den umliegenden, umliegenden Plätzen. Und dann haben wir quasi hier, so wie es quasi früher ausgesehen hat, man hat hier so ein bisschen eingetrübten Bildschirm. Und es sind hier überhaupt keine Mobs da, ne? Also wenn ihr normal rumläuft, habt ihr ja einen Haufen Wölfe und andere Kreaturen, die hier rumlaufen. Hier gibt es anscheinend auch einen Archäologie-Spot und man kann hier damit ein bisschen easier Archäologie machen, weil halt keine Mobs einen stören. Sonderlich großen Nutzen hat das Ding nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, wie weit wir rauslaufen können, dass der Buff weggeht. Ich vermute aber nicht sonderlich weit. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das Ding schon habt. Wenn ihr es nicht habt, wie gesagt, ihr seht es leider nicht. In denen, die euch noch fehlen. Ihr seht, hier ist es schon zu Ende. Also nicht sonderlich große Range. Ist jetzt nichts Tolles, wo man was mit anfangen kann. Aber wenn ihr Toys sammelt oder das Achievement fürs Mount haben wollt, ist es wieder eins mehr und auch relativ leicht zu erspielen. Es sind, glaube ich, 5-6 Quests, die ihr hier machen müsst, um quasi auf den Queststand zu kommen, um das Toy dementsprechend looten zu können. Ja, das war es auch schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.